Liebe Reisegäste, es freut mich, dass ihr für unsere Island-Rundreise, es ist definitiv eine Rundreise, keine Standortreise, im Sommer interessiert. Mein Name ist Simon und ich darf euch jetzt ein bisschen das Programm und diese Erlebnisse und diese Eindrücke, die was man während dieser besonderen Reise erleben kann und wird, ein bisschen näher bringen. Island ist sicherlich eine der boomenden Destinationen weltweit und in Europa, hat aber natürlich auch dementsprechend einzigartige Landschaften, eine Flora, eine Fauna, wie es sonst wahrscheinlich selten wo sich wiederfindet, zu bieten, und deswegen erfreut es sich eben auch so großer Beliebtheit. Island ist auch eine Destination, die das ganze Jahr über Besonderheiten bietet, Touristen anzieht und diese kleine Insel eigentlich zu etwas ganz Besonderem macht. Diese Reise, was Sie sich jetzt ansehen, die findet im Sommer statt. Im Sommer ist es natürlich so, dass, sage ich mal, die klassischen Island-Rundreisen stattfinden. Es ist vom Wetter sehr angenehm, dadurch es zwar am Atlantik liegt, aber eben durch den Wärmeeinfluss ganz angenehmes Klima sich wiederfindet. Und das Besondere an unserer Reise ist in Island, dass wir eine Rundreise machen. Wir machen keine Standortreise mit Tagesausflügen, sondern wir schauen uns die ganze Insel an, weil die sehr, sehr viel zu bieten hat. Wir landen natürlich in Keflavik bzw. in Reykjavik und enden dort noch mit unserer Rundreise, und diese Hauptstadt hat natürlich einiges zu bieten, macht auch einen tollen Einstieg in die Reise, aber anschließend geht es bei uns mit dem Bus eine Runde um die Insel. Wir besuchen Akkuwehre, wir besuchen Höfen, wir besuchen Vik und so weiter, wir kommen zum Mühlwattensee und schaffen es dadurch, einen kompletten Überblick über diese Insel zu bieten. Und Sie werden auch erkennen, sobald man den Golden Circle und den Reykjavik verlassen hat, wird es noch etwas lichter, sage ich mal, von den Touristen, und man hat wirklich Zeit, diese ganze Vielfalt an Wasserfällen, an Steinformationen und so weiter richtig aufzunehmen. Wie ich schon gesagt habe, wir fahren wieder im Uhrzeigersinn rund um die Insel mit unserer deutschsprachigen Reiseleitung, sind aber auch von unserer Warte her aus in Begleitung mit und bieten Ihnen noch eine Vielzahl davon. Von diesen Wasserfällen und speziell auch von diesen ganzen einzelnen Punkten, die wir so machen können. Sie haben die Möglichkeit, dass Sie eine Gletscherlagunenfahrt machen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir kleine Wanderungen unternehmen. Natürlich ist es hier Voraussetzung, dass man auch ein gutes Schuhwerk immer mit hat. Sie haben die Möglichkeit, dass Sie in diesen Thermalbädern, wo es natürlich die Blaue Lagune gibt, die was die touristisch bekannteste ist, zu besuchen und dort zu baden. Aber dadurch, wenn wir eine Runde fahren, ist gerade bei Akkuwehre und Höfen es so, dass wir kleine Thermalbäder auch haben, wo es ein bisschen Zeit verbringen könnt, wo es in so einen Hotpot steigen könnt und dieses Erlebnis in Island auch genießen könnt. Auch haben wir in Húsavík die Möglichkeit einer Walsafari. Ja. Dort ist es immer abhängig ein bisschen, und die Reiseleiter vor Ort wissen es, wann und wo sich die Wale finden. Wenn man natürlich so eine Walsafari machen möchte, dann will man natürlich auch etwas sehen. In Reykjavik wird das auch angeboten, aber in Húsavík sind wir meistens eine kleinere Gruppe, die was das Abenteuer angeht, und deswegen ist es dort von der Zeit her sehr passend. Wir fahren natürlich dann runter und kommen auch nach Vik, wo wir diesen großen schwarzen Sandstrand haben. Beim Mühlwattensee habe ich schon gesagt, wo wir sich aufhalten werden. Und wir erreichen nach am Ende der Rundreise natürlich auch den Golden Circle, wo wir mit den Geysiren und so weiter den Höhepunkt der Reise erleben werden. Wie schon anfangs gesagt, Island bietet eine Unmenge an Natur, an Einzigartigkeit. Wir haben natürlich aufgrund dessen, dass die eurasische und die amerikanische Platte in Island aneinanderstoßen, wo wir auch auf diesen rüberspringen können, das ist auch so ein Touristenpunkt, die Besonderheit, dass sehr viel Vulkanlandschaft auf Island ist. Es brechen auch immer wieder kleinere Vulkane aus, aber es ist überhaupt nicht gefährlich. Im Gegenteil, es ist einfach diese Insel von diesen Lavafelsen und so weiter geprägt. Und diese Besonderheit eben und das, was es so einzigartig macht. Wenn wir Golden Circle noch am Schluss der Rundreise nochmal haben, wie gesagt, dann ist es definitiv ein Highlight, bevor wir anschließend wieder nach Reykjavik kommen, dort noch flanieren können,
dort es die Möglichkeit gibt, auch in der Blauen Lagune noch zu baden oder auch die Walsafari nachzuholen, sollten die Wale gerade dort vor Ort sein, und im Anschluss geht es wieder retour. Wie ich schon gesagt habe, die Rundreise ist das Einzigartige, und man muss sich darauf einstellen, dass man bitte gutes Schuhwerk mit hat, dass man immer wieder zu den Wasserfällen, zu den Geysiren und so weiter auch ein paar Meter gehen muss. Island boomt, Island baut sich touristisch auf. Die Hotels sind teilweise sehr modern, teilweise aufgrund der Rundreise allerdings so, dass man in Orten nächtigen, wo zwei, drei Hotels stehen, was es aber auch sehr schön sehr macht und wir es nicht im Obertourismus sich wiederfinden, sondern es richtig genießen können, auf Nacht ein bisschen spazieren können. Im Sommer ist es auch lange hell, das heißt, man kann die Tage richtig befüllen. Und es kann natürlich immer wieder ein bisschen regnen und wieder schön sein, also da muss man sich auch ein bisschen drauf einstellen. Aber ansonsten ist Island sicherlich etwas sehr, sehr Einzigartiges, was Wunderschönes und auf alle Fälle eine Reise wert. Und ich würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam erleben dürfen, erleben können und wenn wir sie dazu begeistern können.